weil schon so viel heute von Akronymen gesprochen wurde. Gleich zu Anfang, vielleicht können wir gleich drei Akronyme klären, nämlich Head, Kopf, Duna. Vielleicht fängst du an, Karl-Heinz, Head kommt. Also ein Akronym, das ist eher alles bekannt, das sind diese aus Anfängen von Buchstaben zusammengefügte Worte. Head, wenn man diese Buchstaben H-E-A-D auflöst, also ich habe dafür die Auflösung gefunden, was heißt das eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Hearing, sagst du es? Hearing Entirely Artificial Dreams. Ja, das ist der Titel einer ganzen Serie von Soundscape-Kompositionen, die ich seit 2018 mache, mit ganz speziellen Aufnahmeverfahren, wo ich in spezielle Orte gehe, in Natur, in Landschaften, in Städte, in Räume und mit diesen Spezialmikrofonen, die in meinen Ohren stecken, Klänge aufnehmen kann, so wie ich sie höre. Und das Besondere ist, wenn man das Ganze später mit Kopfhörern abhört, dann klingt das genauso, wie ich es gehört habe. Das heißt, total räumlich und dreidimensional, ganz anders, als wenn man eine normale Stereoproduktion mit Kopfhörern hört. Also da fehlt einfach diese ganze Tiefendimension. Und bei solchen sogenannten binauralen Aufnahmen kann man sozusagen den 3D-Raum, der heute auch wieder ein Thema ist, Dolby Surround zum Beispiel, Dolby Atmos, das kann alles sozusagen über eine ganz einfache Technologie mit Kopfhörern eben auch hörbar gemacht werden. Und wie hängt jetzt Kopf, wo es ja dann auch das schöne Buch gibt, aber nicht nur Buch, sondern CD und sogar mit QR-Codes zum Abrufen. Wie hängt jetzt Kopf mit Head zusammen? Also Head war sozusagen, es ist ein Work in Progress, das besteht mittlerweile aus 48 verschiedenen Kompositionen. Und ich habe, nachdem ich ein Jahr mit diesen Dingen experimentiert habe, meinem Freund Erwin Uhrmann einige Tracks geschickt und ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, dazu Texte zu schreiben. Und das hat er auch getan. Aber jetzt erzähl mal, wie der Prozess war. Der Prozess war interessant, weil ich anfangs versucht habe, irgendwie auf diese Soundscapes einzugehen und viel zu prosaisch eigentlich die Sache angegangen bin. Also ich habe dann einen Text geliefert und der war einfach erschlagend zu viel irgendwie. Und so hat sich das ergeben, dass dieses Projekt eigentlich so eine Art Prozess geworden ist, ein Arbeitsprozess, kann man sagen, wo wir in einem sehr intensiven Austausch einfach experimentiert haben. Also die Texte sind dann auch konzeptueller geworden mit der Zeit. Aber ist das eure erste Zusammenarbeit? Oder habt ihr schon vorher mal zusammengearbeitet? Wir haben schon mehrmals gearbeitet zusammen, aber ganz anders, ganz anders. Aber nicht in der Form, weil dieses Projekt ist ja auch sehr vielschichtig, dazu kommen wir dann gleich, weil eben das ist dann eben immer so ein Teil und noch eine Schicht und nochmal. Und vielleicht könnt ihr ja einfach auch noch kurz darauf eingehen, wie es sozusagen ihr dann mit den Texten weiter vorgegangen seid. Also du hast die Texte geschrieben und dann auch schon aufgenommen oder habt ihr die dann diskutiert greift ihr da gegenseitig ein oder sagt dann der Erwin zu dir, Karl-Heinz, ja, aber da war mir jetzt zu wenig Fröschequaken drinnen, bitte mehr, oder sagst du bist nicht auf die Frösche eingegangen, da gibt es ja einen ganzen... Ja, aber so, ja damit so, um? So haben wir nicht gearbeitet. Also, das ist, also die ersten Texte, die ich bekommen habe, habe ich dem Erwin gleich gesagt, das kann man nicht vorstellen, dass das mit diesen Soundscapes zusammengeht, weil die müssen ganz locker sein und ganz offen und ganz spärlich und viel Raum lassen. Das heißt, die Form ist eigentlich nicht Prosa, sondern Lyrik. Ja? Und zur gleichen Zeit sind wir auf dieses Internetphänomen des ASMR gestoßen. Autonomous Sensory Meridian Response. Das ist so ein Phänomen, das entsteht, wenn man ganz feine, kleine, zarte, sehr intime Geräusche hört. Zum Beispiel, wenn jemand mit dem Kamm seine Haare kämmt oder mit einer Gabel ganz langsam über das Mikrofon drüber kratzt oder so. Ja? Und es gibt eben Leute, die damit so fast therapeutische Klangarbeiten machen, dass man besser einschlafen kann
Und irgendwie hat uns das Projekt, dass ich diese Art von Zugang getaugt, also auch mit Stimme zu arbeiten, mit ganz leisen, ruhigen, unaffektierten Tönen. Und der Erwin hat ja auch, ist ein super Performer. Also er hat mit dem Simon, der auch da sitzt, und dem Lukas, mit den beiden, hat er früher so eine Art Band gehabt. Und dann haben die Jungs eben Rockmusik gespielt und der Erwin hat dazu seine Texte gerappt oder rezitiert. Also der Erwin ist eine Rampensau. Also der kann wirklich unglaublich gut performen, aber er hat auch diese feinen Töne. Also er ist eigentlich ein sehr stiller und ruhiger Mensch. Und das hat mir auch gefallen für unser Projekt, dass ich gesagt habe, mach mal was ganz Einfaches, Leichtes, Lockeres. Und der Erwin ist sofort darauf eingegangen und hat dann diese Texte geschrieben. Und dann habe ich gesagt, jetzt möchte ich einmal hören, wie das klingt. Dann hat er sie auf seinem iPhone aufgenommen, mir das geschickt. Und ich habe sie mal so probeweise über die Soundcapes drüber gelegt. Und dann habe ich gemerkt, ich muss das Stück komplett umarbeiten. Ja? Und dann ist eigentlich durch den Text und durch die Sprache eigentlich die Komposition doch einmal neu aufgedröselt worden. Aber gehst du eigentlich also mit dem Text auch auf Dinge, die man in der Soundscape hören kann, die ja nicht nur eine Soundscape ist, sondern vier verschiedene von einem Ort? Gehst du da auch auf Dinge ein, die du hörst? Oder wie gehst du mit den Soundscapes eigentlich um? Das habe ich schon gemacht. Es gibt im Buch, gibt es immer vor so einem lyrischen Text zu der jeweiligen Soundscape dazu, gibt es einen Teil, wo die Notizen stehen. Karl-Heinz hat immer Notizen gemacht und ein Foto pro Soundscape. Also um das nochmal zu erklären, er war zum Beispiel im Donaudelta, hat dort an vier Orten Soundscapes aufgenommen mit seiner speziellen Aufnahmemethode und hat dann, also diese vier Soundscapes sind sozusagen das Basismaterial gewesen. Und er hat aber auch immer ein Foto dazu gemacht, die Koordinaten ganz genau abgenommen, also da kommt es dann noch die Ebene mit den Koordinaten, die auch Barbara Zwiefelhofer schon erwähnt hat. Also es gibt ein Foto und es gibt ein paar Notizen. Also für mich hat es jetzt viele Ebenen gegeben eigentlich. Ich konnte mich auf das, was ich höre, beziehen. Ich konnte mich sogar auf eine visuelle Ebene beziehen, auf ein Foto oder auch auf Notizen. Und das für mich Ungewöhnliche war, dass für mich so eine Art Erinnerung entstanden ist von Dingen, die ich gar nicht selber erlebt habe eigentlich. Das war das Ungewöhnliche beim Schreiben dieser Texte. Und somit habe ich dann mich schon, also auf diesen, der Sound ist einfach primär das Wichtige natürlich bei den Soundscapes und auch für mich beim Schreiben, also da sind Gespräche aufgenommen worden, wo man auch ein rumänisches Paar, ich kann nicht rumänisch, aber man hört die halt miteinander reden, oder es gibt auch in Tschechien, es gibt auch einen Dialog, der sanft hineinspielt, also das ist schon wichtig gewesen, der Klang. Aber ich konnte natürlich nicht wissen, was die Leute reden. Ist aber auch nicht wichtig gewesen. In dem Fall. Und aber vielleicht wollt ihr auflösen, was Duna heißt, weil vielleicht noch ein halber Satz dazu, weil es ist auffällig, wenn man sich die Titel dann ansieht, die bestehen alle aus vier Buchstaben. Und weil es vier Soundscapes gibt. Weil es vier Soundscapes gibt. Und vier Himmelsrichtungen. Und der zweidimensionale Raum sozusagen vier Ecken hat. Also, und die Soundscapes sind sozusagen konzeptionell an vier verschiedenen Ecken des Raumes angeordnet. So kann man sich das vorstellen. Also ursprünglich war das eine Matrix, Matrix mit vier, was? Und weil ein Nachname aus vier Buchstaben besteht. Das habe ich noch gar nicht gedacht. Wirklich. Nein, das hat nichts damit zu tun. Eher so diese vier Klangquellen, die in den vier Ecken eines kartesischen Raums sich befinden, die in die Mitte strahlen und jetzt bewege ich mich sozusagen wie eine Fliege zufällig in diesem Raum und komme von einem zum anderen und dadurch entstehen auch diese unglaublich spannenden Mischungen, ja? Dieses langsame Übergleiten von einer Realität in die andere, sodass man es kaum merkt. Und dann hast du natürlich auch Orte ausgesucht, wie Wien, Graz, genau. Retz, die auch noch vier Buchstaben hatten. Zunächst habe ich mir gedacht, ich mache jetzt ein Städteporträt. Also ich habe mir gedacht, was gibt es in Österreich, also gut erreichbar von Klosterneuburg, an Orten, die mit vier Buchstaben, und da war natürlich Graz irgendwie sofort an erster Stelle, das ist auch das erste Stück. Graz, Generic Research on Ambient Zones, also fast aufgelegt. dann bin ich kurze Zeit später mit dem Simon
nach Lunz gefahren, weil der Lukas dort lebt und weil es dort einen wunderbaren See gibt, aber auch einen, nicht nur den Lunzer See, sondern den Mittersee. Und dort haben wir den Lukas zufälligerweise getroffen, wie mit dem Rad an uns vorbeigefahren ist. Und das hört man dann auch auf der Aufnahme. Und zur gleichen Zeit hat es gedonnert und geblitzt. Und ein Abfangjäger des Bundesheeres ist über uns drüber geflogen. Und das sind alles so Zufallsaufnahmen gewesen. Also die waren Geschenke des Himmels. Ja? Und das hat natürlich dann auch Eingang gefunden. Also Lunz, dann war natürlich Linz und Lunz. Später kam Retz dazu an Orten. Und dann sind die Orte mir so langsam ausgegangen. Ja? Also dann habe ich zum Beispiel Salz gemacht, ja? Für Salzburg und Sill für Mittersill. Wien? Wien gibt es natürlich und Oslo. Ja? Es gibt natürlich auch ja? Es gibt natürlich Orte auch außerhalb von Österreich. Und wo liegt Duna? Duna ist der, ja genau, und es gibt nicht nur Orte, sondern es gibt auch Landschaften, Flüsse, Atmosphären, Situationen, Tätigkeiten. Also Duna ist die Donau auf Rumänisch, Donau geht leider nicht, weil es 5 Buchstaben hat, also Duna. Duna heißt Diluted Units of Natural Atmosphere. Und dann gibt es aber nicht nur Landschaften, sondern auch Aktionen, Tätigkeiten wie im Wiener Prater, wo ich einige von diesen Attraktionen aufgenommen habe, zum Beispiel die Geisterbahn, die eigentlich viel toller klingt, als sie eigentlich wirkt, weil sie ist unglaublich langweilig. Dann natürlich die Hochschaubahn, die ganz alte, da sitzt meine Frau neben mir und kreischt die ganze Zeit, das hat man natürlich auch, und so weiter und so fort. Also Ride ist dann da rausgekommen. Ne? Da weiß ich zwar im Moment nicht auswendig, was das bedeutet, aber das sind so die verschiedenen Themenfelder, die da entstanden sind. Für mich war es schön, weil sich auch so poetische Komponenten ergeben haben. Also zum Beispiel Die, also ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, da geht es eigentlich um die Thaya. Aber das auf Tschechisch. Ne? Auf Tschechisch. Und die Thaya fließt ja mehrmals zwischen Österreich und Tschechien hin und her. Ja? Und ich war jetzt schon viel an der Thaya, unter Karl-Heinz auch, unabhängig voneinander. Wir haben sogar aber auch mal dort getroffen. Und das fand ich dann schön. Also es hat natürlich vom Akronym her, also hat es diese Komponente, aber es hat auch sowas Poetisches, sowas Sprachliches, was ich eigentlich sehr schön gefunden habe.